Halli, hallo, Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu Far Cry 4, dem Yeti DLC. Yeti. Und ja, wir haben jetzt gerade hier in dieser Höhle den Yeti entdeckt, hier oben in der Höhle, wollte ich sagen. Auf jeden Fall den letzten Part nochmal unbedingt anschauen. Der war spannend wie Sau. Wir mussten uns vorbeischleichen an dem Dreck. Und jetzt stehen wir hier vor. Stehen wir hier vor dem Lager und wollen unsere Ausrüstung natürlich wieder haben. Ah, das sind die beiden Kisten vorm Knast. Wir haben nichts. Wir haben nichts und müssen jetzt. Wir haben nichts und müssen jetzt versuchen. Die Ausrüstung wieder zu beschaffen. Was definitiv kein Spaß wird. Glaubst du, der Fremde hat etwas aus Kyrat bei sich? Eine Zeitung, Zahnpasta, frische Früchte? Der falsch? Okay, jetzt hat man hier schon mal wenigstens eine Waffe. Schon etwas angenehmer. Alter. Fuck. Ich schnitze dich auf! Töte ihn! Mein Alter! Alter! Au! Feuer greift über. Das Feuer greift über. Ja, auch wenn Schnee liegt. Was? Okay, okay. Kisten verschieben, Kisten verschieben. Mhm. Kisten, oh, suchen bleibt natürlich noch unser Job, ja. Alter, und wie es sich ausbreitet, Wahnsinn. Auf, im Endeffekt kommen wir gar nicht mehr in das Zelt rein, geschweige denn raus. So. Im Regen in die Traufe. Bruder kam als Notiz. Die Schreier haben endlich aufgehört. Das ist gut. Es bedeutet, dass das Opfer wie geplant abgelaufen ist. Das ist die Opferung.
Okay, wir haben hier noch ein paar Kisten. Oder eine Kiste zu. Mindest. Die wollen wir uns holen. Oh shit. Habe ich total vergessen. Das habe ich total vergessen. So, geht wieder. Entschuldigung. Okay, ich bin raus aus dem Knast. Das Knastleben war nicht schön. Können wir noch was aufmöbeln? Da machen wir das. Herstellen gar nichts. Okay, wir haben eine Nacht, die wir überleben können. Das bedeutet dieses Zeichen. Ah, wir sind hier, okay. Es wäre halt schön gewesen mit einer Karre oder so. Ich muss noch den ganzen Scheiß wieder laufen. Ja, da haben wir noch eine Karre. Meine Fresse. Gemacht. So. Boah. Und ab nach Hause. Witz. Ja, super. Komm uns das doch wieder. Geh zurück zum Unterschlupf, wenn du bereit bist. Ja. Kaufen und anpassen, da haben wir doch gar nichts. Das müssen wir machen. Ach, hier haben wir freigeschalten. Aha. Aha. Und hier haben wir die freigeschalten und noch eine. Ah, da. Und wir haben nichts freigeschalten. Fertigkeitenpunkte, Fähigkeitenpunkte. Gerätespezialist. Das geht nicht, dann machen wir das. Okay. Ach, hier ist die Nacht. Na, dann wollen wir mal versuchen zu überleben. Nochmal eine Nacht. Zweite Nacht. Der Ungläubige ist gekommen, um das Relikt zu stehlen. Wir müssen das Tal von ihm säubern. Nutzt den Schutz der Dunkelheit und zerstört die Relaisstation. Wir greifen die Station von Westen aus an. Doch, keine Ahnung, wo Westen ist. Wir nähern uns jetzt dem Eindringling, Meister. Exzellent.
Lass das Säuberungsritual beginnen! Mhm. Na los, tötet den Fremden! Wir brauchen die Angreifer! Passt auf die Minen auf! Durchbrecht die Barrikaden! Barrikaden! Brennt diese Barrikaden nieder! Kriegt die Flammensucher rein! Okay! Los, jetzt! Vorwärts! Los! Boah! Okay, das war jetzt schon ein bisschen heftig aus, sehe ich gerade. Okay. Ja, komm. Okay, stopp. Die Station von Süden aus an. Von hier wieder. Ach da. Schickt die Schlitzer raus. Passt auf diese Minen auf! Rein mit den Angreifern! Passt auf ihre Abwehr auf! Schickt die Hunde raus! Ja, wie gesagt, wird es ein bisschen heftiger. Oh, fuck. Wir greifen die Station von Norden aus an. Mhm. Boah, Entschuldigung, dass ich ein bisschen still bin bei solchen Aktionen, ja. Aber müssen wir uns ein bisschen konzentrieren, dass wir das hier auch schaffen. Ich habe jetzt gerade gemerkt, dass ich gar nichts geredet habe. Dass, tut mir leid. Minen auf!
Okay. Ich fange hier an, richtig zu stänkern. Passt auf ihre Abwehr auf! Wir greifen die Station von Osten aus an! Na, jetzt kommen sie von allen Seiten, oder was? Wow. Ich zerstücke dich lebendig. Ach, Abschau. Mach doch. Warte, ein Schwein. So, boah. Okay, zweite Nacht überlebt, Adam. So, jetzt wieder hell. Das ist gut. Können wir auf jeden Fall mega viel sammeln und mega viel Geld sacken ein und oh. Müsste ich vielleicht mal umgucken, weil hier ist der Bär drin. Kannst ruhig bleiben. Ich hol dich schon raus, wenn es soweit ist. Gibt's einen Kackhund? Gut, dann würde ich sagen, füllen wir uns mal noch ein bisschen auf, beziehungsweise entleeren uns mal mit Geld, von Geld. Und entleeren uns mal von Geld, was? Ach, guck mal hier, das können wir noch machen. So. Zack, MG. Mhm. Coole Sache. Hier wird jetzt nichts kommen. So, ich werde jetzt mal ganz kurz ab. Wir haben wieder einen XP-Punkt. Keine Ahnung, ich werde einfach das machen. So, hier drüben, das haben wir alles. Muss ich sagen, nehmen wir unseren weitesten Ort, und zwar den, und holen uns den. Und klar, jetzt holen sich hier die ganzen Adler beide weg. Das ist ja geil gemacht. Da liegen auch noch ein paar Leichen. Biest. Ja, denn.
Ab dahin. Ab dafür. Ja, ja. So läuft das nicht. Ja, wir werden absichtlich an diesen vorbeifahren. Weil wir uns erstmal das Weiteste holen. Ist das das? Nee, aber du willst auch gar nicht hin. Boah, was da später noch auf uns zukommt, ey. Was denn hier? Bärenblage. Na dann. Schnell. Och, pack ein das Ding. Sehr schön. Gibt's einen Punkt? Hier gibt's einen Punkt, sag ich schon. Hier gibt's eine Kiste. Hier gibt's eine Waffe. Und hier gibt es was zu lesen. Ich würde aber lieber das Briefchen lesen. So, Schakars Jagdtagebuch 3. Heute habe ich einen getötet und jetzt weiß ich, was mir so vertraut vorkam an diesem Biestern. Oh Götter, vergebt mir, ich wusste es nicht. Wie hätte ich das wissen können? Menschen, die sich in Bestien verwandeln. Das ist nicht normal. Was? Ach, dann ist das vielleicht gar nicht Bigfoot oder Yeti, sondern... Ja. Verwandelte Menschen? Fragezeichen, aber dann heißt das ja, dass es nicht nur ein Yeti gibt. Wenn das wirklich Verwandelte sind. Das nimmt ja dann den ganzen Yeti-Reiz. So, wir können wieder was... Fertigkeiten haben wir schon wieder. Ja. Achso, und basteln kann man. Herstellen von dem, von dem, von dem. Okay, scheinbar aber ein Bärengebiet gefunden zu haben. Ich brauche noch zwei Bärenfälle, das heißt... Oh! Was ist so geil passiert hier? Wie geht die? Oh, 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 oh. Boah, Alter! Okay, da kommt er raus aus der Hülle. Bärentöter, ganz schnell. Kampf gegen den Yeti. Du kannst den Yeti
durch Kopfschüsse oder mit Sprengstoff schwächen. Du kannst vom Rücken eines geschwächten Gegners einen Takedown ausführen. Alter. Nein, nicht abhauen! Da war noch was zu holen. Oh. War das jetzt echt der Yeti oder waren das, gibt's hier wirklich mehrere? Und da löst sich einfach auf, da muss man ja richtig schnell reagieren. Heißt das jetzt, dass da vielleicht wieder respawned ist? Ja, werden wir, glaube ich, in den nächsten Parts rausfinden. Aber das kann doch jetzt nicht sein, dass da ein Yeti weg ist. Ein Yeti gekillt. Naja, egal. Auf jeden Fall sehen wir uns dann beim nächsten Part. Und da ist er. Beim nächsten Part wieder und bis dahin. Ja, er greift uns an. Ciao.